Insofern sage ich doch mal ein recht herzliches Willkommen heute zum Donnerstag, 14. März 1600, beziehungsweise kurz danach zum heutigen JFD Invest Trading und Investieren leicht gemacht Webinar, der View auf die Märkte im Rahmen unserer digitalen Vermögensverwaltung, die ja dann doch schon seit Herbst letzten Jahres sozusagen ihren Ursprung fand und gefunden hat. Und insofern ist es mir eine Freude, da Sie heute nochmal abzuholen, ein Stück weit Einblicke zu liefern. Und hier dann eben auch gehen wir direkt mal auf die deutsche Seite sozusagen, ja, vorzustellen, um was es hier bei JFD Invest geht. Wir hatten ja hier auch wieder eine Wochenperformance von einem, ja, Teilnehmer einer Strategie, die etwas unter die Räder zuletzt gekommen ist. Und auch das ist natürlich mal interessant, dass man auch hier, ja, den Blickwinkel sozusagen hat, dass man da ganz klar feststellen muss, hey, es geht an den Märkten eben nicht nur in eine Richtung, ja, sowohl bei klassischen Aktieninvestments oder eben auch beim algorithmischen Trading, das heißt Phasen einer Seitwärtsbewegung oder auch mal Schwäche, man nennt das ja klassisch im Trading Drawdown, ist natürlich immer wieder mal auch gang und gäbe und das muss man im Prinzip ja managen. Entweder eben auch durch so eine Art Diversifikation, sprich man streut sein Geld auf verschiedene Systeme beziehungsweise Anlageformen. Und dann jeder von euch hat wahrscheinlich selber Aktien im Portfolio, Fonds als mittel- bis langfristige Anlage, dann auch möglicherweise ETFs, die ganzen Geschichten, dann ein Stück weit eben auch Self-Trading. Ja, da sind wir natürlich genau groß geworden in diesem Branchenbereich im Trading. Und ihr seht ja hier in unserer Startseite, dass wir eben beim Trading auf der Seite der Trader sind und mit unserem Just Fair and Direct Modell eben mal 100% anders sind als viele andere Broker der Branche. Ihr wisst das, JFD Brokers hat hier kein Buch, kein Traden gegen euch, kein Handel gegen den Kunden. Und das ist das Thema, mit dem wir groß geworden sind. Und das ist auch das Thema, was wir ein Stück weit weiter haben wachsen lassen im Rahmen vom Investing. Weil nämlich einerseits vielen Teilnehmern und Tradern ja möglicherweise das Geschick fehlt oder auch die Zeit schlichtweg oder die mentale Stärke oder schlussendlich der Erfolg am Markt ein Stück weit doch ausbleibt oder eben man nicht zufrieden ist mit dem, was man da tut. Und da bieten wir mit unserem Partner natürlich viele Education-Programme an und viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Aber im Rahmen der Diversifikation gibt es eben mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man hier oben und das wissen auch gar nicht mal so viele Teilnehmer, die ja zur Kontoeröffnung bei uns auf der Seite waren und seither nie wieder, dass es nämlich hier oben den Button gibt, JFD Invest. Und das schauen wir uns, wie gesagt, in den nächsten, ja, 20, 25 Minuten mal an und tauchen da ein bisschen ein in die Plattform des digitalen Managements. Soll eben heißen, das ist eine digitale Vermögensverwaltung, die schlichtweg in dieser Richtung agiert, dass man sagt, man ist so eine Art Portfolioverwalter, aber eben hier von seinen eigenen Strategieauswahl Optionen, die man eben selbst tätigt, um eben zu sagen, ich will eine konservative Strategie, eine spekulative Strategie etc. Also ihr könnt hier Portfolio-Manager spielen, in Anführungszeichen spielen, im Rahmen dessen, dass ihr sozusagen Strategien auswählt, die eurem Risiko, eure Risikoaversion entsprechen. Und da kann man eben durchaus einiges finden. Die Strategien sind auch weiter im Aufwuchs. Ich kann euch nur sagen, das sind einige neue in der Pipeline, die sozusagen bei uns auch immer einen Prüfprozess durchlaufen, Schrägstrich natürlich auch Live-Konten sein müssen und. Und insofern steigen wir dann am besten gleich mal ein. Ansonsten nutzt auf jeden Fall den Chat auch für Fragen, wenn sie denn da sind. Entweder beantworten wir sie direkt oder am Ende der kleinen Show beziehungsweise hier Webinar-Session oder auch gern persönlich im Nachgang an unseren Support zu senden. Der Möglichkeiten gibt es da viele. De facto hier erst auch mal im Rahmen der Diversifikation neben dem Investing schaut's auf das, was wir hier unlängst gelauncht haben, nämlich dem kostenlosen Aktienhandel, liebe Leute. Das ist schon ein Riesen-USP, ein Riesenknaller. Das muss man auch ein bisschen auf sich wirken lassen, denn vor dem Hintergrund, dass man eben Aktien tatsächlich auch kostenlos handeln kann, haben wir hier sicherlich etwas im Markt entworfen, was auch viele, ja, Sparkassen, Direktbroker oder auch Banken bei Weitem noch nicht haben. Und das ist eben etwas, wo wir natürlich hier auch völlig neue Anlegerkreise erschließen wollen. Und wer eben von euch hier klassische Dividendentitel handelt, und da geht es jetzt speziell eben auch hier nicht um irgendwelche ja, Start-up-Biotechnologieunternehmen oder Cannabis-Aktien oder irgendwelche Nebenwerte, irgendwelche Penny-Stocks. Also das sind schon Aktien, die primär nur aus dem Blue-Chip-Sektor kommen. S&P 500, Dow Jones, DAX 30, Eurostoxx 50, das sind so die Titel, die wir sozusagen abbilden. Und das wird aber auch sukzessive weiter aufwachsen, das mal als Thema. Schaut es euch auf jeden Fall, ich werde euch den Link gleich mal reinstellen, einfach mal an, was unsere Offerte da ist.
nutzt den Link, ich stelle ihn jetzt, er müsste gleich bei euch eigentlich auftauchen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendeinen Link finde, wo die Aktien drin sind. Chat, so, Sekunde. Ich habe nämlich auch ein nettes Chatfenster. So, da ist es drin. Schaut rein, das ist unsere Aktienofferte und dann würde ich euch gleich mal bitten und abholen, dass ihr mit mir zusammen praktisch auf die JFD Invest-Seite geht. Ich werde den Link auch gleich reinstellen, sodass wir dann einfach gemeinsam uns anschauen, was da sozusagen abgeht. Und deswegen, Moment, jetzt muss ich auch das nochmal raussuchen, den Link. So, das ist jetzt der nächste, der zweite. Jetzt mal hier einen kleinen Post dazwischen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das jetzt genau seht, aber jetzt kommt sozusagen der zweite Link. Und da einfach draufklicken, dann sind wir sozusagen hier gemeinsam unterwegs. Denn JFD Invest, wenn ihr auf den Link klickt, dann seid ihr praktisch wie auf unserer Startseite genau in diesem Feature. Und da holt sich gleich mal hier der Kollege ab nach dem Motto investieren leicht gemacht. Denn darum geht es, wie schon eingangs gesagt, wenn es Probleme beim Trading gibt oder man schlichtweg auch sein eigenes Portfolio diversifizieren will, dann kann man das tun. Mit verschiedenen Strategien, die wir sozusagen geprüft haben. Das ist auch mal eine große Komponente. Das heißt, die Strategien, die hier laufen, sind A, Echtgeldkonten, B, auch Strategien, die schon ihre, ja, ihre Performance bewiesen haben. Zu Großteilen auch länger als hier ersichtlich. Das heißt, die Konten, die hier laufen, ich hatte auch unlängst, wie das so will, ein Gespräch mit einem neuen Partner, der eben auch eine Strategieinteresse hat, der die Strategie hier launchen wird, aber dessen Strategie sozusagen bei uns schon seit 2,5 Jahren gehandelt wird, erfolgreich. Und wenn er die Strategie aber hier launcht, dann ist es praktisch, ja, wenn er sie morgen launcht, ist das das Startdatum und in einem Monat hat er erst eine Historie von 4 Wochen. Nichtsdestotrotz, die Strategien, die hier laufen, da könnt ihr euch sicher sein, die haben eine längere Historie als hier zu sehen, obgleich hier auch Strategien dabei sind, die so schon seit 2017, Dezember 2018 laufen, etc. etc. Aber wir legen eben Wert darauf, dass diese Konten, die hier aufgelegt werden, im Rahmen ihrer Entwicklung mit dem Startdatum als Investkonto, als Investmasterkonto hier ihren Ursprung haben und ihr praktisch hier die Strategien sehen könnt. Aktuell auf dieser, sage ich mal, Landingpage habt ihr hier diesen, also wenn ihr hier oben reinkommt, ein Stück weit runterscrollt, viele, viele Erklärungen. Da gehe ich jetzt auf das ein oder andere Detail mal ein. Aber ihr seht eben hier praktisch die 5 besten Strategien. Immer auf Tagesbasis aktualisiert und ja, es sind einige Renner dabei, allerdings natürlich auch das Strategien, die hier einen gewissen Charme eines spekulativen Charakters, einer hohen Schwankungsfreudigkeit aufweisen, wo man sich natürlich immer klar sein muss, dass diese Strategien ja volatil sind buchstäblich. Das heißt, man muss auch hier, wenn man Strategien auswählt, durchaus ein Stück weit Atem mitbringen, um diese Strategien auch auszuhalten. Und wenn man da eben die Möglichkeit hat, diese Strategien auch zu ja, diversifizieren in den Strategien selber, ist das natürlich hervorragend. Und ich zeige euch dann gleich auch mal einen Account, den wir, mit mir meine ich unseren Dr. Friedrich Kowski, unseren Quantmanager und ich eben als Chris Kämmerer, der hier denn dann praktisch sozusagen, oder die wir hier denn dann ein ja, Portfolio gelauncht haben in Höhe von 10.000 Euro, also eine relativ erschwingliche Summe, mit der wir seit September letzten Jahres den Markt eben live gecovert haben. Und das ist wirklich auch wieder ein Echtgeldkonto, ein Echtgeldrekord und das rollt sozusagen voran. Und von der letzten Woche betrachtet, ich war jetzt vor 2 Tagen zuletzt drin, aber wir stehen aktuell bei zwischen 42, 43% in noch nicht mal oder knapp rund 6 Monaten. Und das ist natürlich schon erstaunlich. Das heißt keineswegs, dass es so weitergeht und wir am Ende des Jahres irgendwie die 80 oder 100% wollen, weil wir auch schon ein Stück weit mal die spekulativen Strategien hinzugeführt haben oder auch mal, wie gesagt, das Ganze diversifiziert haben. Und da kann man eben selbst sich orientieren, wie man dann eben da vorgehen mag, je nach Risikoneigung. Und auch jede Rendite, ganz ehrlich, die im zweistelligen Bereich ist, ist hervorragend. Alles ab 10, 20% ist top. Ihr seht hier sehr spekulative Strategien, aber wenn ihr dann mal hier reinguckt, und das könnt ihr auch ohne Anmeldung schon machen, dann ist es eben so, dass ihr auch die anderen Strategien seht. Und da sind eben, ja, Strategien dabei, die gehen von 7, 8, 9% auf Jahresbasis eben bis hier zu dieser Top-Strategie aktuell Hyperion bis knapp 90%. Ja, aber das ist natürlich auch, ihr wisst es, hier seht ihr es sehr schön, hier unten, die Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Entwicklungen oder Ergebnisse. Das ist eh klar, das weiß auch jeder von euch. Ihr seid auch ganz klar eigenverantwortlich, wenn ihr die Strategien hier auswählt. Aber ihr könnt euch eben sicher sein, dass hier kein Schmu getrieben wird.
Und genau darum geht es. Christine ist auch zugegen. Das ist doch die Christine, die werte Christine, die eigentlich beim JFD-Devisenradar-Webinar dabei war. Und du warst auch beim Workshop neulich dabei, bei den Candlesticks. Sehr, sehr schön. Erstmal Grüße an dieser Stelle. Bernd ist sogar auch da. Christine, Bernd, ihr kennt mich. Also Bernd kenne ich natürlich schon super persönlich. Aber sozusagen hier ein kleiner Kreis der Devisenradar. Ja, Follower sozusagen hier auch dabei. Also sehr schön. Zur Frage von Christine an der Stelle. Handeln hier sozusagen Menschen oder Maschinen? Das ist zu, man darf sagen, Großteilen ein algorithmisch computergestützter Handel, der hier stattfindet. Aber es gibt auch diskretionäre Handler. Also Hyperion ist zum Beispiel ein diskretionärer Handler, Händler. Und einige andere Strategien haben auch Elemente von diskretionären Ansätzen dabei. Aber man darf sagen, deutlich über 80 bis 90% sind reine algorithmische Systeme, die aber auch natürlich keine, sage ich mal, in Stein gemeißelte Systematiken anbieten, so nach dem Motto, das wird nicht überwacht, sondern der Algorithmus wird erstellt und jetzt läuft er los, rennt die Performance ab. Nein, nein, das ist nicht der Fall, sondern auch diese algorithmischen Systeme sind natürlich in einem Überwachungsmodus, beziehungsweise werden hier auch angepasst an die Marktverhältnisse. So, das mal so ein bisschen als Abholung. Warum JFD Invest interessant für euch ist, weil wir natürlich hier auch ein Motto gegründet haben im Rahmen des Just Fair Directs, dass wir eben auch hier keine Spielchen treiben und viele Social Trader Anbieter oder auch Social Trading Plattformen und was es da nicht überall alles im Geld gibt, Geld sage ich schon, im Web gibt in Sachen Geldanlage, ist es natürlich so, dass wir auch hier mit einem transparenten Modell voran wollen. Die Aussage, dass hier nicht jeder einfach reinkommt, sondern es gibt sozusagen einen VEF, also Vermögensverwaltungsprüfprozess. Es müssen Live-Daten sein und es müssen auch Live-Daten auf unseren Echtgeldkonten hier existieren. Also es sind keine Demokonten, die irgendwie als Muster gelten und dergleichen, sondern es ist einfach Echtgeld und da unterscheiden wir uns doch von der einen oder anderen Plattform, die, sage ich mal, viele Follower einfach zu irgendwelchen Tradern machen, wo dann manchmal aber auch der wirkliche Background fehlt. Das ist schon mal, wie gesagt, eine klare Unterscheidung und zudem ist hier auch keine Abogebühren oder Einrichtungsfees oder Managementfees gibt. Es gibt nämlich hier, und das seht ihr auch sehr deutlich in der Mitte, eine reine Performance-Fee, eine reine Performance-Gebühr nach High-Water-Mark. Das heißt, hier wird nur zum einen Gewinn fällig oder eine Gewinnbeteiligung fällig, wenn der Kunde Gewinn macht. Also wenn ihr dabei seid und ihr Rendite erzielt, dann ist es so, dass es einen Gewinnanteil gibt für die Trader, für die Algorithmenanbieter, für das Wealth Management. Dann gibt es eine reine Performance-Fee. Und sollte das Ganze seitwärts laufen oder auch mal eine Drawdown-Phase geben, die ja völlig normal ist, dann werden die Performance-Gebühren erst wieder fällig, wenn neue Höchststände nach dieser Rückschlagsphase entwickelt werden und nicht im Rahmen der Erholungsbewegung sozusagen ja, dann gebührenfällig werden. Das findet natürlich mal nicht statt. Das ist auch wieder sehr fair und transparent. Es gibt nur Performance-Gebühren, wenn Performance gemacht wird und dann auch nur Performance nach High-Water-Markt, also neue Höchststände erreicht werden. So, und jährliche Renditen, da sind wir auch in dem Bereich, klar, ihr habt es gerade gesehen, zwischen, also hier 20 bis 40%, das ist so eine Zielvorgabe, wo wir sagen, wir wollen schon ein Stück weit den aggressiveren Markt auch ansprechen. Es gibt aber auch die völlig konservativere Systematik, wo man einfach sagt, das Setup ist hier ja mit einer Rendite in einem kleineren Bereich gesegnet. Und bevor wir hier zu der kleinen Einrichtung kommen, können Sie auch hier in diesem Fenster der 5 Top-Strategien hier auf irgendeine klicken. Wir gehen jetzt mal auf Galileo beispielsweise und dann seht ihr sozusagen im Rahmen eines Gastzugangs die JFD Invest Plattform, die Umgebung. Ja, also so sieht das mal aus und ihr seid dann praktisch jetzt hier als Gast dabei. Das heißt, unangemeldet sozusagen einfach mal ein Stück weit im Tool drin und könnt es euch mal anschauen, was es sozusagen damit auf sich hat. Und da seht ihr jetzt am Beispiel eben der Galileo-Strategie schon viele Daten, die man sozusagen zur Strategiebewertung heranziehen kann. Und eben auch hier im Dezember gab es mal Minusmonat, jetzt im März sind wir aktuell auch ein Stück weit hinten, dennoch stark. Bislang schon wieder mit 10% im Jahr 2010 von Galileo, also wirklich eine Top-Strategie und die läuft eben auch schon hier seit ja jetzt über einem Jahr live für JFD Invest auf diesem Account und hat sich hier so sukzessive hochgeschraubt und es gab immer mal wieder Phasen mit starken, sage ich mal, Entwicklungen, dann auch wieder mit relativ ruhigen Phasen und da geht es eben darum, dass man sich hier auch ein Stück weit mit den Strategien auseinandersetzt, um eben auch eine Strategie zu finden, die einem taugt. Und jetzt eine Frage, die ich auch gerade im Chat sehe, ab wann man dabei sein kann. Hier ist es aktuell so, ist es jetzt gerade Englisch, wenn ihr euch als
Gast sozusagen in die Plattform begebt, kann man da die Sprache noch nicht auswählen. Wenn ihr aber auf Gast drückt und hier dann praktisch eure Zugangsdaten abgefragt werden nach dem Motto, ich möchte mich jetzt anmelden, dann kann man sich sozusagen mit einem Avatar hier ein Profil anlegen. Und wenn man das noch nicht hat, dann eben hier Downtime für einen Account, dann klickt ihr hier drauf und dann seid ihr praktisch in diesem Registrierungsprozess. Und da wird auch nichts gekauft oder irgendwas gemacht. Nein, ihr registriert euch hier lediglich als Avatar, um einen Zugang für JFD Invest zu bekommen. Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Passwort fertig, Geburtsdatum, damit das auch alles vom Alter her passt, dann die entsprechende Bestätigung. Und dann kann man das Ganze dann auch schon auf Deutsch münzen. Also jetzt zumindest das Registrierungsfenster. Und wenn Sie angemeldet seid, dann habt ihr auch die Möglichkeit, hier in JFD Invest sozusagen deutsch aktiv zu sein. So. Konto erstellen, das wäre es dann. Gastzugang, wenn ihr euch nicht anmelden wollt, geht einfach nochmal hier in den Gastzugang. Und da wir jetzt schon zum Beispiel mal den Trick gestartet haben, das Ganze auf Deutsch umzumünzen, sehen wir jetzt praktisch hier auch die Instrumententafel auf Deutsch, die im ersten Moment ja Englisch war. Hier seht ihr im Übrigen auch die ganzen Strategien, die aktuell dabei sind. Es befinden sich drei, vier Strategien direkt schon wieder in der Pipeline und ein bis zwei werden wahrscheinlich in Kürze auch scharf geschaltet. Das heißt, hier im weiteren Jahresverlauf rechne ich auf jeden Fall noch mit einem Aufwuchs der Strategien um, ich sag mal, 5 bis 6, also dass wir in Richtung 20 gehen. Summa summarum hat man da natürlich viele Möglichkeiten, sich mal hier durchzuklicken. Und ihr seht, es gibt Strategien, die sind im einstelligen Bereich, vorsichtig ansteigend im zweistelligen Bereich und welche, die sich dann hier dem dreistelligen Bereich nähern. Und wenn man eben auf eine Strategie klickt, kann man dann hier sozusagen die Angaben prüfen, die Details. Und wenn ihr darauf klickt, dann seht ihr eben hier, was die Mindestanlagesumme ist, die zur Beteiligung an dieser Strategie vorausgesetzt wird. Natürlich, das sind jetzt 5.000 Euro, das ist jetzt nicht ganz ohne. Insofern klicken wir auch mal zurück, denn je nachdem, mit wie viel ihr einsteigt, kann man natürlich hier das Portfolio entsprechend bestücken. Aber es gibt eben auch Strategien wie, nehmen wir PowerFX, die hat hier zum Beispiel eine, oder auch gerade die untersten, die Konservativen, haben hier eine Einstiegshürde von 500 Euro. Da ist man im Prinzip mit kleineren Beträgen dabei und kann sich sein Portfolio aufbauen. Und hier geht es natürlich auch darum, nicht, sage ich mal, rein raus Mickey Maus, sondern investieren, das Geld arbeiten lassen, das Ganze auch entsprechend auf Sicht von 6, 12, eher noch 18, 24 Monate zu sehen. Hier das Portfolio ein Stück weit eben auch sich zusammenzuschnitzen nach eigener Strategieausrichtung und dann am Ende des Tages ja, abzuwarten und vielmehr am Ende des Quartals, am Ende des Monats immer mal wieder reinzuschauen, um dann zu sehen, was sich da getan hat. Es geht jetzt, wie gesagt, hier, auch wenn wir aus der Trading-Branche kommen, nicht um das aggressive Day-Trading, obwohl diese Strategien natürlich traden, diese Strategien natürlich durchaus einen aggressiven Intraday-Handel hin und wieder auch betreiben. Und das ist genau der Benefit, den man aber hier nutzen kann, weil man eben selbst nicht traden muss, sondern einfach sich dem Strategieanbieter sozusagen hingibt und dieser mehr oder weniger ja seinen Beitrag leistet, Performance abzuliefern. Und wir sehen eben hier bei dieser Strategie laufen wir auch schon eine relative sage ich schon, Zeit seitwärts. Nichtsdestotrotz, die Strategie hat auch noch einen längeren Rücklauf als hier Dezember 2017 mit dem Start. Und insofern, die Strategie wird auch mal wieder so eine Phase hinlegen wie hier im Frühjahr Sommer 2018, wo es hier kontinuierlich nach oben geht. Und das ist genau das, man muss dem Ganzen auch ein Stück weit Zeit geben. De facto, wie gesagt, hier auch die einzelnen Performance-Daten und das nutzen, um sozusagen hier sein Portfolio sich zusammenzubauen. Und wenn ich sage Portfolio zusammenbauen, will ich euch unser ja unser Webinar Konto sozusagen mal nicht vorenthalten. Deswegen gucken wir da am besten mal gleich drauf. Jetzt müssen wir mal sehen, wo habe ich denn hier den E-Mail-Account. Jetzt muss ich das mal suchen. Also das ist praktisch so, wenn ihr euch den Avatar sozusagen erstellt, da gehen wir direkt noch mal kurz zum Anfang. Macht natürlich am meisten Sinn, wie das generell mal abläuft, für die, die hier völlig neu sind. Ja. Also wie gerade gesagt, ihr könnt als Gastzugang euch das Ganze mal anschauen. Aber wenn ihr intensiviert in das Ganze einsteigen wollt, dann müsst ihr euch registrieren mit einem JFD Invest Profile. Das ist genau das, wo ich gerade sagte, als sozusagen registrierter Teilnehmer einsteigen ins Thema. Dann steht hier oben, wie ihr gleich sehen werdet, eben nicht mehr Gast, sondern eben eure Kontonummer. Ihr könnt dann auch ein schönes Avatarbild einfügen. Und dann ist es so, dass es hier im Anschluss darum geht, ein Investkonto zu öffnen. Und hier auch spannend,
Dieses Konto ist kein Konto, wo ihr traden, handeln, manuelle Orders vollziehen könnt oder Stop-Loss beeinflussen, Take-Profit oder irgendwas dergleichen. Nein, das ist ein reines Investkonto, auf dem ihr keinen Einfluss habt. Das heißt, ihr könnt hier sozusagen nicht irgendwelche Trades absetzen oder manipulieren oder rumspielen. Das ist ein wirkliches Investkonto, was einem Investment dient, dem ihr sozusagen folgt im Rahmen eurer Auswahl. Schlussendlich nach Registrierung, Investmentkonto, Eröffnung. Wenn ihr schon Kunden bei JFD seid, dann könnt ihr ganz leicht über MyJFD, hier über den Anmelde-Button, haben wir sozusagen einen geschlossenen Kundenkreis hier oben. Und in diesem Rahmen könnt ihr euch dann sozusagen ein Subkonto eröffnen oder auch direkt im JFD Invest in der Plattform sozusagen Konto hinzufügen. Da geht es schon los. Jetzt brauchen wir natürlich einen Zugang und das will ich jetzt gleich mal machen, damit wir hier endlich mal auch unser Live-Account sehen, der sich hier vortrefflich entwickelt hat und hoffentlich auch noch entwickeln wird. Wir haben jetzt hier ein bisschen das Risiko rausgenommen, um die starke Rendite auch zu halten, was ja völlig legitim ist. Und jetzt schauen wir mal, wie der weitere Jahresverlauf sozusagen aussieht. Jetzt melde ich mich hier mal spontan an. Einloggen wird vollzogen. So, und jetzt haben wir praktisch das Profil und eben auch ein Konto schon erstellt und verknüpft. Und man kann aber auch noch mehr Konten verknüpfen. Also hier, wenn wir jetzt hier hochgehen, sehen wir den Live-Account sozusagen und dann kann man eben auch mehrere Profile anlegen, aber auch mehrere Konten. Jetzt muss ich hier nochmal kurz auf Deutsch gehen. So, und jetzt sehen wir hier praktisch auf der rechten Seite die Entwicklung unseres Portfolios. Und ja, jetzt haben wir schon eine Rendite von 44% bei Max Drawdown 8% rund. Außerordentlich starke Ergebnisse. Und ja, da seht ihr, dass wir das Konto gestartet haben hier Ende Dezember und seitdem läuft es los. Wir hatten auch eine Phase der Rückschläge oder Phasen der Rückschläge, aber alles in einem sehr, sehr relativen Rahmen. Und so ein Portfolio könnt ihr euch auch zusammenbauen. Jetzt gehen wir mal auf Zuordnung. Da sehen wir hier praktisch die Allokation. Wir sehen auch hier, dass wir knapp 25% des Geldes aktuell nicht allokiert haben, also an keiner Strategie dran sitzen haben. Das heißt, wir haben ein bisschen Risiko rausgenommen, werden aber hier sicherlich auch mal wieder ein bisschen die Handbremse lösen, um das Ganze so ein Stück weit anzuschieben. Und hier kann man sehr schön mit dem Tortendiagramm auch immer die einzelnen Felder rausziehen und sich eben anschauen, wie die Verteilung ist. Mit diesem Login, wie gesagt, also Profil anlegen, Investmentkonto erstellen, das geht über MyJFD oder eben auch direkt aus dieser Plattform heraus, wenn ihr jetzt ein Konto hinzufügen wollt, dann ist es genau so, wie ihr hier seht, öffnen Sie ein neues Konto mit JFD Invest oder verbinden Sie ein bestehendes, auch hier gleich die Auswahl und da kann man dann relativ simpel über MyJFD eben ein Subkonto eröffnen, was eben rein ein Investmentkonto ist. So, und dieses Investmentkonto wird dann praktisch als Grundlage dienen, in dem Fall eben unser 10.000-Euro-Account, um hier sozusagen mit der entsprechenden Strategie oder vielmehr Strategien, weil man sollte hier das Risiko auch mixen, man sollte hier definitiv auch, wenn man zum Beispiel jetzt nur 5.000 Euro als Einstiegssumme hat, würde ich jetzt nicht unbedingt alle 5.000 Euro auf die beispielsweise Galileo-Strategie setzen, kann man machen. Beeindruckende Performance-Daten, aber ich sehe das Ganze hier immer viel mehr unter dem Blickwinkel eines Portfolio-Managers beziehungsweise eben die digitale Vermögensverwaltung, dass ihr eben auch das Risiko hier ein Stück weit streut und auch da die Chancen nutzt, um das Geld so ein bisschen zu diversifizieren. Neben dem, dass ihr natürlich hier ohnehin schon diversifiziert und eine Anlageform wählt, liebe Leute, die sicherlich in Zukunft noch einiges an Furore bringen wird, weil ich mir sehr sicher bin, dass die ja, Asset Under Management hier bei uns bei JFD und auch natürlich die Entwicklung des ganzen JFD Invest Cases oder auch unserer eigenen Vermögensverwaltung im Rahmen der JFD Bank, die ja dann auch in Kürze vor der Tür steht, sich sowieso immer weiterentwickeln wird und man hier eben eine Chance erhält, an einem Markt zu partizipieren, der nicht korreliert mit dem Aktienmarkt, der nicht korreliert mit dem Immobilienmarkt und schon mal gar nicht mit den Niedrigzinsen, die es hier weltweit gibt. Das heißt, man hat hier eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Insofern klickt den Chat an, geht in den Chat auf den Link und schaut es euch an. Gleich mal eine Frage zu beantworten auch. Das Ganze geht nicht per Demo. Also wie die ganzen Konten, die hier sind, alles Live-Konten sind, so sind natürlich auch die ja, Konten, die dranhängen, alle live. Und Demo macht insofern keinen Sinn, weil man natürlich sich hier alle Daten mit einem eingeloggten Profil sozusagen hier bei Strategie finden, kann man sich alle Daten abrufen, man kann sogar die offenen Orders sehen. Gehen wir mal hier auf Hyperion zum Beispiel, auf die wirklich, sage ich mal, sehr, sehr starke, aber auch volatile Strategie ein. Und dann, wenn wir hier weiter runtergehen, dann sehen wir hier bei Aufträge sogar die ganzen geschlossenen Trades, die Pending Orders, also was für Orders sind offen. Man kann hier wirklich in die Strategien reinschauen. Hier seht ihr auch, dass hier der DAX sehr aggressiv gehandelt wird oder US Cash ist der Dow Jones 30 praktisch, hier DAX 30. Und ja, ihr seht auch hier die entsprechende Gewinnentwicklung, was das Teil macht, wie es vorgeht. Also ihr habt ja wirklich einen guten Einblick und das ist genau das, worum es geht.
schaut euch das Ganze an, findet hier sozusagen den Zugang und überlegt eben, dass ihr das Risiko eben auch streut, wenn ihr jetzt, da gehe ich ein bisschen an den Eingang zurück, wenn das Geld jetzt im Rahmen einer größeren Kapitalsumme nicht zur Verfügung steht, dann nehmt eben erstmal ein paar kleinere Strategien. Und Demo muss eben nicht sein, weil ihr mit diesem Zugang hier alle Daten und alle Trades ablesen könnt. Insofern braucht man da auch kein Demo-Follower-Konto, weil man sich hier sehr schön daran orientieren kann, wie die Strategien in der Vergangenheit gelaufen sind, beziehungsweise welche Entwicklungen sie gemacht haben. Und Hyperion hat hier auch schon zweistellige Niederlagen hinlegen müssen und hat auch mal eine außerordentliche Entwicklung im Oktober, was hier den richtigen Push dann zum Jahresausklang 2018 gab, ja. Und jetzt in 2019 auch stark unterwegs, wirklich stark, Performance, keine Frage. Aber wie sich die weiteren Monate entwickeln, wir dürfen gespannt sein. Im Februar gab es beispielsweise ein kleines Minus. Ist halt auch ein Teil dieses Investment-Vehicles. Aber ich gebe den Tipp, nutzt die Chance zur Diversifikation, nutzt die Chance, um hier ein Stück weit einzutauchen in eine komplett neue Investmentwelt. Und dann wird natürlich auch hier sozusagen ja der Weg gefunden, um das Kapital auch arbeiten zu lassen. Das ist ja heute wichtiger denn je und insofern ein Riesenthema. Also Demo nicht nötig, jetzt gucke ich gleich nochmal. Ulrich. Kann man eure Echtgeldstrategie auch für das eigene Depot übernehmen? Also jeder Trade, der JFD öffnet, schließt, wird im eigenen Depot übernommen. Ulrich, also es ist am Ende des Tages so, dass du hier bei JFD Invest also ein Subkonto anlegst, also praktisch ein zweites Konto und mit diesem zweiten Konto und der Summe, die da drauf ist, praktisch komplett JFD Invest beschränkt den Strategien, den Tradern die Möglichkeit eröffnest, sozusagen darauf zuzugreifen und die Handel dann, also du hast den sozusagen eine Handelsvollmacht gegeben, auf dem Konto zuzugreifen. Das können wir im Rahmen unserer Vermögensverwaltung eben tun mit unserer Portfolio- und Investmentlizenz. Und das ist genau der Punkt, wo man hier eben drauf guckt. Gerlinde, auch eine weitere Dame hier zugegen. Grüße an dieser Stelle. Wunderbar. Der Raum ist eh ohnehin sehr gut gefüllt. Das freut mich außerordentlich. Equity Balance Deviation ist so eine Art Drawdown-Faktor. Das heißt Volatilität. Also welche Schwankungsfreudigkeit weist denn die Strategie auf? Das heißt, hier sieht man, jetzt muss ich mal gucken, ob das direkt in Deutsch auch hier schon mal erklärt wird mit dem Info-Button. Ah nein, da kann man es nur daran nachordnen. Also man sieht hier praktisch die Schwankungsfreudigkeit im Rahmen einer Equity Balance Deviation. Das ist so ein Stück weit nicht genau, aber vergleichbar mit dem Drawdown. Also wie viel Rückschläge muss man bei der Strategie hinnehmen, beziehungsweise wie viel war die Strategie schon mal im roten Bereich, um hier diese Rendite zu erzielen. 1:1 ist okay, alles über 2:1 ist wunderbar. Also das heißt, hier die Strategie Hyperion hatte eben eine Rendite von knapp 90%, aber hier wurde zwischenzeitlich auch mal 40% sozusagen mit Verlaub in den Sack gehauen. Und das ist natürlich etwas, was man aussitzen muss, beziehungsweise aushalten muss vielmehr. Deswegen eben auch hier durchaus die oberen Strategien eher in dem spekulativen Bereich anzusetzen, obwohl natürlich Galileo hier mit einer sehr beeindruckenden Statistik daherkommt, sollte man hier gesund mixen und nicht alles auf eine Karte setzen, um eben auch hier das Risiko ein Stück weit zu streuen, gerade wenn man auch solche spekulativeren Strategien dabei hat. FX Global Performance hatte letzte Woche die beste Wochenperformance, hatte hier aber auch eine leichte, ich will sagen, vielmehr auch stärkere Schwächephase, stand aber auch schon knapp im 50% plus Rahmen. Und die Strategie hat entsprechend lange Historien bei uns schon aufzuweisen, wo man sagt, das ist durchaus realistisch, dass wir hier wieder in den Bereich 50-60% vordringen, weil das ist eben die Eigenart der Strategie. Aber sie hat auch hier Drawdown-Phasen oder eben auch mal Phasen einer gewissen Seitwärtsentwicklung und das muss man eben auch durchaus berücksichtigen. Insofern gebt dem Ganzen auch ein Stück weit Zeit und nutzt es hier, um euer Kapital diversifiziert arbeiten zu lassen. Darum geht am Ende des Tages. Und insofern, liebe Leute, nähern wir uns so nach und nach praktisch dem Ende. Die Spalte Aktion jetzt gerade, das kann ich gerne noch abschließen, ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass wenn ihr hier Strategie finden praktisch macht und dann sehen wir die Strategien, die aktuell dabei sind. Wie gesagt, in den nächsten Wochen kommen weitere dazu. Dann kann man hier sozusagen auswählen, welche Strategie man investiert oder in welche man investieren will. Und wenn ihr schon laufen habt, dann seht ihr hier mit diesem roten Button, dass ihr diese Strategie stoppt. Ja, jetzt haben wir hier die Balance drin, kann ich auf Strategie stoppen klicken. Jetzt warte mal eine Sekunde.
mein Internet, genau. Und dann steht hier, möchten Sie in diesem Fonds, in dieser Strategie sozusagen nicht mehr investieren? Dann klickt man hier als Bestätigung drauf und dann ist man raus aus der Nummer. Das heißt, dann ist hier sozusagen neben diesem Favoriten-View die Strategie selbst nicht mehr auszuwählen und man kann sie nicht mehr nutzen und dann war es das. Und wenn man eine Strategie anlegen will, jetzt hier zum Beispiel FX Global Performance, klicken wir drauf. Öffnet sich der Prozess-Button und dann sehen wir hier, aha, 3.000 Euro ist die Mindestvoraussetzung. Wir haben ein Guthaben von 3.178 und wenn ich das voll ausreizen wollte, kann ich die ganze Summe nehmen oder das Minimum-Deposit, also die Minimum-Einlage 3.000 und dann wäre ich dabei bei der Aktion. Dann kann man hier noch ein eigenes Risikomanagement sozusagen festlegen. Hier steht eben auch, dass man hier auch nochmal genau erklärt, garantiert nicht, dass die Investition der Verteilung genau stoppt. Letztlich wird es an den Ausführungsregeln, aber es wird von unserem Brokerage-Ausführungsregeln umgesetzt. Das heißt, das hängt natürlich auch immer vom Markt ab, von der Volatilität und das, was eben hier bei euch als Auswahl sozusagen festgelegt wurde. Die Auswahl dessen obliegt völlig euch, ob ihr das Risikomanagement selbst beeinflusst oder nicht. Da will ich jetzt gar keine Anlageempfehlung geben, aber wenn ihr zum Beispiel hier den Button drückt und das akzeptiert und hier den Button sozusagen verschiebt, dann sagt ihr, ab welchem Niveau die Strategie, wenn ihr jetzt hier 3.000 zum Beispiel investiert, ab welchem Niveau automatisch euer Risikolimit erreicht ist. Ja, wenn wir jetzt 50% haben, wäre eben bei 1.500 Euro Verlust sozusagen Schluss. Und wenn das der Strategie passiert, also wenn die so einen Rückschlag vollzieht, und deswegen schaut auch da auf die Equity Balance Deviation, Schrägstrich Drawdown, Wert, wie schwankungsfreudig die Strategien sind. Und bei der FX Global haben wir gesehen, knapp 39%. Das heißt, es macht wenig Sinn, hier diesen Risikopuffer auf 15% zum Beispiel zu stellen, weil die Strategie dann unglücklicherweise wahrscheinlich vorausgeht, weil die, sage ich mal, durchaus 10, 15, 20% schwanken darf und muss, um ihre Performance zu erreichen. Und wenn man da jetzt hier selbst rumspielt und die Risikoparameter zu eng setzt, dann ist es kritisch. Schaltet man es komplett aus, dann überlässt man sozusagen komplett dem Portfolio-Manager der Strategie selbst sozusagen die Verwaltung des entsprechenden Geldes, was man hier oben zur Verfügung stellt. Und ja, das halte ich für eine vernünftige Gangart. Aber ihr könnt ja, wie gesagt, auch selbst dann euer Risiko sozusagen nochmals bestimmen, wie viel Risikotoleranz ihr sozusagen erlaubt. Genau, und das wäre es im Grunde genommen schon gewesen. Viel mehr Fragen hatte ich jetzt an der Stelle nicht, aber wir haben einen großen Zuschauerkreis gehabt. Ich hoffe, der ein oder andere konnte hier Einblicke rund um JFD Invest finden, hier Einblicke in die Möglichkeit erhalten. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich und würde mich wünschen, wenn ihr uns sozusagen entweder schon als klassischer Trader, als Kunden habt, beziehungsweise als Partner vielmehr. Und wenn nicht, dann denke ich mal, sollte es euch heute hier auf jeden Fall geholfen haben, den Zugang zu uns zu finden, nicht nur im diskretionären manuellen Trading, sondern eben auch im Rahmen der digitalen Vermögensverwaltung. Ich freue mich auf euch, wenn ihr mögt. Täglich morgen das JFD-Devisenradar 9:30 Uhr wieder. Ansonsten bieten wir auch nächste Woche Dienstag zum Beispiel Live-Trading an. Also hier gibt es auch wirklich viel für Trader, die da Lust drauf haben, sozusagen selbst aktiv zu werden. Und ja, schaut euch einfach um auf unserer Website. Wir haben da viele, viele, viele Highlights. Und insofern würde ich jetzt sagen, Horido, vielen Dank für eure Teilnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittagsausklang und in dem Sinne auf bald. Beste Grüße, euer Chris Kämmerer und tschüss.